Also die Lisa ist auf jeden Fall so ein Mädchen, die hat, egal wie schlecht es ihr geht, immer ein Lächeln im Gesicht. Und das ist schon mal das Wichtigste. Und egal, wenn du, auch nur wenn du an ihr vorbeigehst, du lächelst automatisch mit. Das ist bei ihr einfach so. Dann das nächste, was bei Lisa einfach absolut krass ist, ist ihr Akzent, also ihr, halt wie sie spricht, ihr Erzgebirge. Süß. Ja, das ist einfach, ja, ne? So süß. Da willst du als Oma hingehen und die Backen so. Nur so. Und sie ist einfach verrückt. Sie hat, glaube ich, mit dem Song, den sie da jetzt gemacht hat, genau das getroffen, wie sie halt auch ist. Und sie lässt sich von keinem was vormachen. Und auch wenn mal irgendjemand, glaube ich, zu ihr sagen würde, dass sie nicht cool ist, das würde ihr einfach am Piep vorbeigehen. Und im einen Ohr rein und am anderen wieder raus. Und sie ist einfach sympathisch. Sie, was soll ich noch sagen? Ist sehr hübsch, muss man auch mal sagen. Dann kann sie unfassbar gut tanzen. Ich war ja zusammen mit ihr auf der Bühne und hatte einen Auftritt mit ihr. Also wir haben einen Partnerauftritt gehabt. Ich habe bei ihrem Song ein bisschen mitgesungen. Und ich wusste aber nicht, dass es da einen Tanzbreak gibt zwischendrin. Und auf einmal fängt dieses Tanzen an. Und ich stehe so wie so ein Stock nebendran und guck so nach rechts. Und die hat getanzt. Das war echt unfassbar gut. Also wirklich gut. Und ansonsten würde ich, glaube ich, nicht lügen, wenn ich sagen würde, Lisa ist das. Lisa gibt es nicht nochmal auf der Welt. Ich glaube, jeden Menschen auf dieser Welt, den gibt es nochmal. Mich gibt es bestimmt auch irgendwo nochmal. Ich habe das irgendwie im Gefühl. Ja, ich glaube echt, von mir gibt es irgendwo einen Zwilling. Bin ich ganz fest von überzeugt. Aber ich glaube, von Lisa gibt es keinen identischen. Weil Lisa ist einfach Lisa. Lisa ein bisschen, die ist so verrückt, so ganz komisch einfach. Aber einfach mega cool. Und ich mag sie. Wir sind super gut befreundet. Wir haben keine Probleme miteinander. Außerdem mag ich sie erst recht schon aus dem einfachen Grund, weil sie sich den gleichen Hund gekauft hat wie ich. Da ist sie bei mir schon so weit oben. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich zu Lisa sagen kann.